so, na ja. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als gestern. Aber, naja, so schiefgefallen tut mir das noch nicht. Was das da hinten ist vor allen Dingen, also die grauen Fleckchen da sowieso, das ist ja wohl klar, dass das jetzt alle keine Wolken sind. Das sind Reste von dem Massaker letzte Nacht, ist natürlich jetzt wieder unscharf. Ist ja auf der Timelapse alles drauf. Aber das da hinten weiß ich nicht, inwiefern das jetzt rüberkommt. Oder auch auf der GoPro nachher, die ist ja Weitwinkel. Deshalb mal kurz hier eine Einstellung.